Hallo und willkommen hier bei Eggies Enduro Wanne Videos. Und wir sind wieder in einem wunderschönen Wald. Nein, es ist nicht Ostdeutschland. Es ist tatsächlich in der Nähe von Bad Oldesloe. Und die Strecke ist wirklich nicht groß. Die ist vielleicht einen Kilometer lang. Aber egal. Natürlich wieder meine wunderschöne, atemberaubende, charmante Afrika-Twin. Selbstverständlich ist sie wieder bei mir, ganz klar. Ich habe mir, wie ich im letzten Video schon sagte, mir nicht mehr überlegt, die Teneré zu kaufen, die 700er, obwohl die auch nicht schlecht ist. Aber die Afrika Twin finde ich persönlich einfach besser. Ja, hier ist natürlich auch ein wunderschöner Weg. Den werde ich definitiv nicht befahren, weil Schild. Und bei solchen Wegen fahre ich definitiv nicht lang. Einmal aus versicherungstechnischen Gründen, aber auch, es ist verboten, ich mache es einfach nicht. Der Förster könnte mich vom Bock schießen, ich könnte richtig Ärger kriegen. Nee, mache ich aber nicht, das ist nicht schön. Außerdem, wenn man jetzt hier lang fährt, ärgert man die Tiere eh schon ein bisschen. Und drüben an dem Weg wollen wir sie halt nicht weiter ärgern. So, ich drehe mal kurz die Kamera um. Ach ja, sieht gut aus. Naja, geht so. Okay. Ja, okay. Ja. Heute mal ein neues Video wieder. Hier aus diesem sehr bekannten Wald. Und ja, um was geht's heute? Leider bei mir auch ist das Thema Corona ein leidiges Thema. Mir geht das völlig auf die Nerven, diese ganze Hysterie. Oh Gott, du bist nicht 1 Meter, du bist nicht 2 Meter Abstand, sondern du bist bei 1,99 Meter, die Leute drehen gleich durch. Also es nervt mich total. Masken tragen finde ich total grausam. Ich bin Asthmatiker, also ich leide darunter, wenn ich im Laden bin, mit diesem blöden Ding über dem Mund und über der Nase. Es ist nicht schön. Naja, und auch, ich wollte ja ganz gerne dieses Jahr mit meiner Frau nach Russland fliegen. Hat sich erledigt. Habe ich mir gedacht, fährst du halt nach Dänemark oder nach Schweden. Und ich habe es dann doch gelassen, weil es auch bei den einen Ausreisen doch wirklich teilweise zu massiven Schwierigkeiten gab oder kam, was ich von anderen Leuten gehört hatte und auch gelesen habe. Von daher habe ich es dann halt jetzt einfach mal gelassen. So, ich wechsle mal ganz kurz den Arm. So. Ja, und von daher habe ich mir jetzt gedacht, ich lasse es einfach. Ja, finde ich schade, dass es Corona-bedingt so ist. Und ich muss gestehen, da ich ja noch andere Projekte hatte, die ich jetzt abgeschlossen habe, zum Glück alle, bin ich auch dieses Jahr mal wieder sehr wenig gefahren. Also ich kam vielleicht erst dieses Jahr auf 2000 Kilometer. Es ist für mich lächerlich wenig. Aber die Projekte sind jetzt alle abgeschlossen. Ich habe wieder Zeit. Jetzt hatte ich Urlaub gehabt und ich muss gestehen, in meinem Urlaub war ich so erledigt, dass ich im Urlaub, glaube ich, ganze zweimal gefahren bin. Kommt da jemand? Nö. Dass ich ganze zweimal gefahren bin und auf diesen beiden Touren kam ich auf maximal 130 Kilometer. Das ist schon traurig, obwohl das Wetter nun gut mitgespielt hat bis jetzt. Aber ja, die Arbeit hat mich den Monaten davor wirklich so eingebunden und ich war einfach nur erschöpft. Ja, jetzt ist mein Urlaub fast vorbei. Ich fühle mich immer noch nicht wirklich fit. Aber naja, ich fahre. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterfahren. Aber ich wechsle mal wieder die Hand. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt bei mir genau weitergehen wird mit dem Fahren. Dass ich fahre auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich auch mal wieder so ein bisschen fitter werde. Ich muss auch an mir selbst arbeiten. Also ich bin vielleicht ein bisschen im Gesicht, habe ein bisschen zugenommen. Und daran muss ich auch arbeiten, ganz klar. Und ich hatte auch total Bock gehabt, dieses Jahr mit Alex, meinem Kumpel in der Nähe von Köln, auf die Insel Röme zu fahren. Ist leider auch nichts geworden, weil er durfte nicht rein. Corona-bedingt, oh, wie ich dieses Wort hasse. Und deswegen haben wir dieses Jahr gar nichts mehr gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Ja, und wie ihr ja wisst, ich habe ja letztes Jahr geheiratet. Meine Frau kommt aus Russland.
Und ich werde nächstes Jahr dann auf jeden Fall mit meiner Frau nach Russland fliegen, zur Familie. Und deswegen wird mein Haupturlaub auch in Russland verbracht. Aber ich werde trotzdem nächstes Jahr anpeilen, dass ich wieder nach Schweden und Norwegen fahre, wenn diese ganze Corona-Scheiße langsam mal vorbei ist. Also habe ich auch irgendwie Bock drauf, weil, naja, ihr habt vielleicht die Videos gesehen, die Bilder aus Norwegen und Schweden. Ich vermisse das. Ich vermisse das total. Ich würde auch endlich mal wieder meinen Kumpel Kauwe in Schweden besuchen. Und ja, also ich merke auch, dass jetzt alles bei mir ein bisschen langsamer, weniger wird. Oh, ich muss schon wieder wechseln, das gibt's ja wohl nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Lust und die Laune ist noch da, noch Sachen zu erledigen, noch zu machen. Oh. Weil das hier vermisse ich irgendwie. Also man sieht jetzt. Schöner Wald. Also ich finde das schon klasse. Ich werde es auch wieder öfter machen. Das habe ich zwar schon letztens auch gesagt oder auch geschrieben. Aber ich merke auch, ich brauche das irgendwie. Ja. Mal schauen, wie das so weiterläuft. Ah, ich habe so viele Gedanken, das glaubt ihr gar nicht. Aber gut, okay. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit meinen privaten Sachen jetzt nicht zu sehr genervt. Ihr könnt auch gerne was unter in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr es gut findet, dass ich etwas Privates erzähle oder nicht, oder doch lieber nur rein Enduro wandern. Könnt ihr gerne auch drunter schreiben, würde mich interessieren. Und dann, ja, sage ich mal dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Eggy. Ich drehe nochmal um. Ach ja. Ah, ich finde es sehr schön. Sie schockt schon auf jeden Fall. Bis denn.